Wenn du immer noch denkst, Joggen wäre gutes Training, um die Ausdauer zu steigern, dann schau dieses Video hier. Also Joggen ist etwas, was ich nie mache. Nie. Ich bin in meinem Leben ein paar wenige Male gejoggt und es hat mir einfach nie gefallen. Die Ausdauer im Kampf ist nicht Ausdauer im Jogging. Das ist erstmal ganz wichtig. Das ist nicht dasselbe. Und es hat noch einen ganz wichtigen Grund, weshalb ich komplett auf Jogging verzichte und auf dezidiertes Ausdauertraining insgesamt. Der erwähne ich in ungefähr so einer Minute, eine Minute 20. Zunächst einmal, Ausdauer besteht aus mehreren Elementen. Du hast die Grundlagenausdauer, die VO2 Max, wie viel Sauerstoff kann dein Körper umsetzen in Energie? Wie viel kannst du einatmen, ins Blut einsetzen, wieder abatmen? Das kannst du sehr gut mit Jogging verbessern, klar. Viel wichtiger ist allerdings im Kämpfen der mentale Aspekt. Wie gut kommst du mit dem Stress des Kampfes zurecht? Inwiefern stresst dich das, bringt dich das außer Atem, macht dich das müde? Schon mal viel wichtiger. Und noch viel wichtiger auch ist die spezifische Ausdauer. Wie ausdauernd bist du im Kämpfen? Weil beim Jogging der Primärfaktor, der die Ausdauer erhöht im Joggen, ist nicht die Grundlagenausdauer, sondern wie gut wirst du im Joggen. Wie energiesparsam kannst du eine bestimmte Geschwindigkeit aufrechterhalten. Und dieser Skill nützt im Kämpfen halt nichts. Ich will ja nicht vorm anderen davonrennen. Also verwende ich dann irre viel Zeit darauf, eine Fähigkeit zu lernen, die ich gar nicht brauchen kann, die mir nichts bringt. In dieser Zeit würde ich besser Boxsack machen. Habe ich auch Anstrengung und kampfspezifische Fähigkeit. Oder noch besser, ich mache Pratzenarbeit. Ja, dann habe ich noch, ich muss mich anpassen an dem, was der andere sagt, weil das ist auch Stress und Mentalarbeit. Oder noch besser Sparring. Fast alles Ausdauertraining, was ich mache, ist Sparring. Ich mache einfach viel Sparring, viel Randoli. Das ist das Ausdauertraining, das Einzige, was ich brauche. Das ist das einzige Ausdauertraining, was ich mache. Und weshalb ich nebst diesem Training dann komplett auf Ausdauertraining verzichte, ist wegen der Regenerationskapazität. Du kannst eine bestimmte, ein bestimmtes Volumen, eine bestimmte Menge an Training pro Tag kannst du regenerieren, kannst du dich davon erholen. Will ich jetzt wirklich diese so begrenzte Kapazität, vor allem als Naturalathlet, darauf verschwenden, in der Gegend rumzurennen? Mache ich doch nicht. Das ist doch völlige Zeitvergeudung. Ich werde nur besser im Rennen. Dann mache ich besser Krafttraining oder eben Boxsack oder Pratzen oder Kraftausdauer oder irgendetwas, das mir viel mehr bringt fürs Kämpfen. Also niemals Joggen oder Schwimmen oder irgendetwas außer pur für Spaß oder frische Luft, aber nicht als Trainingseinheit.